Sanova ist ein Komplettanbieter von Aufleger über Breaker, über Pasteur, Trockner. Zusammenarbeit funktioniert gut. Man kann dementsprechend fast zu jeder Zeit in der Serviceabteilung anrufen. Man erreicht die entsprechenden Personen. Mein Name ist Andreas Hütter, ich bin Geschäftsführer von der Aivita KG, unser Trockenei-Pulverwerk, welches wir seit 2013 betreiben. Und zusätzlich bin ich Prokurist bei der Gnauser Frischei. Wir sind einer der größten Backstellen in Österreich und betreiben jetzt nunmehr seit 2013 das Trockenei, seit 2012 das Trockenei-Pulverwerk. Und seit 2020 haben wir die Greda Pro 600 installiert. Die Firma Gnauser Frischei wurde 1972 gegründet mit dem Ziel, Käfigeier zu produzieren. Zum Höhepunkt Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre waren hier an diesem Standort 245.000 Legehennen in Käfighaltung. Mit EU-Beitritt und Preisverfall, wie eben in der ganzen EU damals üblich, ist es zur Aufgabe der Käfigeier bei uns gekommen. Anschließend stellten wir unseren Betrieb auf Boden- und Freilandhaltungsware um. Unsere Landwirte produzieren zurzeit ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Eier pro Tag. Für die neue Sortiermaschine haben wir Bodenhaltungseier ausschließlich auf der Maschine. Und diese Maschine schafft maximal eben die Sollleistung 600 Kisten in der Stunde. Sortieren 6 bis 9 Stunden pro Tag im Durchschnitt und ja, sind zufrieden mit dieser Maschine. Ja. Hervorzuheben ist eigentlich die technische Standardisierung einerseits und andererseits die händische Arbeit, wie was noch notwendig ist. Man kann sagen, man braucht ungefähr gleich viele Leute auf der Atento wie auf der Greda Pro, wobei die Greda Pro ungefähr die doppelte Menge schafft. Ja. Mehr als die doppelte Menge schafft. Ja, bei der Atento 12 braucht man 3 Personen für den Aufleger, sprich Auflegen der Eier. Hier braucht man für die doppelte Menge eine Person, welche den Computer bedient, die Ware heranbringt und wenn es fertig ist, bei der Palettierung vor die Höcker, Zwischenlagen und so weiter, die Palette runternimmt. Ja. Also man erspart sich 2 Personen und vor allem es ist ein doppelter Durchsatz möglich. Die laufen bei uns über eine kleine Aufschlagmaschine, einen kleinen Breaker, zweireihig. Wird Vorlei produziert und dieses kommt dann zu Aivita und wird vertrocknet als Vorlei, ja. Vorleipulver hergestellt. Ja. In Österreich war es eigentlich vor Deutschland, vor Holland ein großes Thema. Und wir haben damals eben mit Overtrek begonnen. Oder nicht nur wir mit Overtrek, aber Overtrek hat da begonnen, in dieser Richtung viel zu installieren, viel zu experimentieren auf der einen Seite und andererseits die dementsprechende Software zur Verfügung zu stellen. Und haben seit über 10 Jahren mit Overtrek keine schlechten Erfahrungen gemacht. Der Überschuss der Gnauser Frische, sprich große Eier, kleine Eier, Eier, welche im Sommer nicht verarbeitet werden oder verkauft werden können, gehen zu Aivita, werden aufgeschlagen, getrennt, Eiweiß, Eigelb oder nur Vollei, werden vertrocknet und anschließend in 25 Kilo Kartons abgefüllt für die Backmittelindustrie oder zum Beispiel Nudelerzeugung oder dergleichen. Im Winter sind die Eier gefragter als im Sommer. Im Sommer gibt es Überschüsse und diese Überschüsse müssen irgendwohin verarbeitet werden, sprich entsorgt. Und da stellte sich mehr oder weniger die Frage, was kann man da machen in dieser Richtung. Und deswegen haben wir dann ein Trockeneipulverwerk installiert und gekauft. Die Abwicklung der Projekte hat gut funktioniert. Ja. Sie machen dementsprechende Grundpläne, die dementsprechende Ausführung, wie man das machen kann oder soll. Selber hat man einige Ideen, man kann das dementsprechend umsetzen.
einerseits sehr gute Pläne und andererseits die ausführende Person, die was die Überwachung, die ausführenden Personen, was die Überwachung, die waren dementsprechend vom Fach und da hat es kein Problem gegeben. Ne?